Und du meine. Och, da geht's auch direkt los. Und gibt direkt hier. Och, jetzt schießen die schon auf mich. Ach, jetzt haben wir aber kleine Hut auf und machen erstmal hier Stärke an. So, Freund. Gibt's jetzt direkt ein ins Brett. Du auch. Oh, ihr seht, die Steuerung ist auf jeden Fall. Die Steuerung ist auf jeden Fall interessant. Weil wir steuern das halb wie einen Shooter und halb wie einen. Ich werde mich mal kurz hier verkrümeln. So, unsere Disziplin ist jetzt rum. Das heißt, wir werden einmal kurz die Blutheilung einsetzen. Muss ich die gedrückt halten? Hm. Okay, wir haben nochmal Blutheilung. So, wir scheinen jetzt out of combat zu sein. Aber der zielt da noch. Ich sehe hier noch Items liegen. Ich möchte die gerne aufheben. Und wir gehen mal kurz hier jetzt in den Schleichmodus. Leider habe ich jetzt etwas viel Schweinerei veranstaltet. Aber die da drin haben schöne Waffen. Die möchte ich natürlich haben. Runter auf die Kiste. Ah, den haben wir schon. Ah, jetzt hat er uns gesehen, der Drecksack. Okay. Geschwindigkeit. Und rein. So, Freund, jetzt kriegst du den Hut auf. Jetzt kommt der Papa. Ja, ja, schieß du mal. Gleich hat sich's ausgeschossen. Die Tür geht auf. Und wir gehen direkt hier. Direkt gibt's ein paar auf die Zwiebel. Irgendwo schießt noch einer nach uns. Aber wir sind ja ein Ex-Soldat. Jetzt schießt mal jemand anderes zurück. Munition wird automatisch aufgehoben. Da ist er. Eins. Ach, du ahnst es nicht, was denn das? Gib mir nochmal die Nahkampf. Was war denn das? Und wir trinken einfach mal. Aber wir trinken ihn natürlich nicht leer. Oh. Denn das ist unmenschlich und wir würden Menschlichkeit verlieren. Das heißt, wir hören jetzt auf. Und dann kriegt der Gute noch einen mit dem Schraubenschlüssel in die Zwiebel rein. So, was haben wir denn hier? Astrolith haben wir bekommen. Ach, du ahnst nicht, was sie hier noch alles für Mist haben. Blöde Drogen. Wollen wir nicht. Wir gucken uns mal weiter, um was hier noch so gibt. Hier hätten wir jetzt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, uns verdeckt zu organisieren. Runter mit der Kiste. Wir gehen mal da rein. Schleichen. Hier ist ein Brief. Ne, Geld. Ah, das wird das Geld gewesen sein von Mercurio. Und hier haben wir noch einen PC. Den können wir nicht benutzen. Ja, es war auf jeden Fall schon mal eine interessante Begegnung der dritten Art. Was haben wir hier? Ein Autoradio haben wir auch noch bekommen. Ja, wir können hier wohl mit Sachen auch handeln. Hier gibt es nur noch Mist und Drogen. Ich komme mir so niedrig vor gerade. Oh, es scheint zu passen. Ein Kühlschrank. Ja, den haben wir auf jeden Fall mal gehörig. Die Meinung geblasen. Was haben wir hier noch? World War II. Ein Dokumentationshandbuch. Dann haben sie noch irgendwas. Ein paar Magazine für leichte Mädchen- und Damenbekleidung. Und hier draußen gibt es auch noch was. Was war denn hier? Hier waren wir schon. Hier geht es auch nochmal hin. Da kamen wir rein. Alles angucken, alles mitnehmen. Hier liegt noch eine, oh, eine Xbox Classic, wie es aussieht. Oder irgendwas anderes in der Richtung. Wir machen mal die Scheibe auf. Geht nicht. Okay. Also hinten raus. Das waren die Surfer Boys. Hier wäre wahrscheinlich ein sekundärer Eingang möglich gewesen. Ah, hier hätten wir zum Beispiel den Strom abschalten können. Für die ganze Bude. Und dann
hätten wir den, obwohl hier draußen dann das Licht noch weiter brennt, hätten wir den schön den Hut aufgezogen, aber so geht's auch. Ich bin ja eher ein Freund der direkten, des direkten Meinungsaustauschs. Geht's denn hier wieder raus? Muss ich hier einfach runter? Geht's denn hier raus? Da leuchtet noch was. Ah ja, hier hätten wir durch den Zaun gekonnt. Da. Aber gut. Jeder Weg wird ein leichter sein. Hier ist Danger angesagt. Wie, ich bin doch hier reingekommen. Ich muss da auch wieder rauskommen. Das sage mal. Auf jeden Fall, so haben wir das Tutorial gleich mal ersetzt. Das brauchen wir nicht. Ich springe jetzt da einfach mal runter und hoffe, dass ich da nicht sterbe. Weil hier gibt es ja nichts mehr. Also es ist so instanziert. Und man sieht also auch, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege. Ja, hier geht es aber nicht mehr raus. Was ist denn jetzt los? Das ist der schöne VW-Bus. Hier bin ich doch irgendwo... Ach, hier mit der schönen Leiter, alles klar. Viele Faktoren bestimmen im Kampf ihre Verteidigung, Geistesschärfe ausweichen und so weiter und so fort. Körperpanzer können wir uns auch noch anschaffen. Also sehr geil. Huch, nicht denn jetzt? Ja, runter geht's immer. Wir reden nochmal hier mit ihr. Okay, was ist sie für eine? Also entweder hat die sich die Birne rausgekifft oder sonst irgendwas gemacht. Ihr sollt auf jeden Fall entweder mehr davon nehmen oder weniger. Wir werden nach China reisen. Okay. Sometimes I see nothing. Disregard what I say. Ja, ich vergesse schon, was du gesagt hast. Du vergisst ja auch manchmal, was du gesagt hast. Das passt schon. Ich habe die Gabe richtig. Ich habe die Gabe, totalen Quatsch zu labern. Tschüss. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Sie will uns also hier nicht mehr weiterhelfen. Ich weiß. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Hier geht's auch nochmal hoch. Was ist denn hier? Ah, hier können wir uns vielleicht die Leiche mal angucken. Wir müssen ja die Maskerade wahren. Wir haben ein Schnellmenü, da können wir Hotkeys festlegen. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja ein Aristokratenblutreserven, was da alles gibt. Das ist auf jeden Fall ein super komplexes Spiel, das finde ich schon mal sehr geil. Ich hoffe jetzt nur, dass die Bullen uns hier keinen Ärger machen. Ich habe auch den Quicksave-Button noch nicht gefunden. Das Spiel speichert auch, glaube ich, nicht automatisch, oder? Schnell speichern ist die F9. Dann, oh ja, mit F9, das geht überhaupt nicht klar. Mit F9 ist nämlich Fraps Aufnahme starten. Das wäre natürlich richtig schlecht. Die setzen wir doch einfach mal auf die F6. Da liegt noch nichts drauf. Und dann klappt das auch mit dem Schnellspeichern. Da hätte ich jetzt den Hut aufgehabt. Oh, hier ist ein Polizist. Putzelei, hallo, 2-3, nix. Ich bin jetzt hier in einem abgesperrten Bereich schon wieder. Ah, und hier ist so eine Spielhölle. Okay, was ist das hier? König Neptun. Ah, ich kann auch hier mit nichts interagieren. Das heißt, es wird wohl entweder ohne Belang oder von zu späterer Zeit von Belang sein. Okay, was ist hier? Auftragstagebuch aktualisiert. Schauen mal. Sie haben den Tatort am Pier angesehen, konnten aber nichts Besonderes über den Mörder herausfinden, außer dass er besonders brutal und bestialisch vorgeht. Sie haben für Mercurio das Astrolith geholt. Sie sollten zu ihm zurückkehren und herausfinden, welchen Schritt sie als nächstes unternehmen sollten. Und wir haben noch das Rätsel des Regenten offen. Ah ja, ich sehe, ach, jetzt sehe ich ja, och, da hängt er. Er ist nur noch ganz frisch. Ja. Hier gibt es also nichts mehr zu sehen.
Und wir sollen... Hier ist noch die Madame Lolita mit ihrer Psychonummer. Da können wir auch noch nichts machen. Und wir sollen noch Schmerzmittel besorgen für Mercurio. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal umschauen. Also bis jetzt ist das ein super geiler und spannender Titel. Gefällt mir richtig gut. Die Clipping-Fehler sind auch weg anscheinend im oberen Bildbereich. Und wenn man nicht hinguckt, ja, man muss da auch mal drüber stehen. Das ist ein älterer Titel. Und wir gehen mal hier zurück. Da kommen auch nochmal an Maskeradegebieten. Gibt es an Bushaltestellen Übersichtskarten. Benutzen Sie die Karten, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das können wir auch mal tun. Vielleicht sehen wir da noch was. Also hier wieder die finstere, das finstere Parkhaus. Und hier geht es nochmal zur Second Street. Hier steht noch ein schöner Samba-Bully. Und noch so ein paar Karren stehen hier rum. Ich gucke immer ein bisschen links und rechts und strafe dabei. Ist eine alte Angewohnheit aus meiner aktiven Counter-Strike-Zeit. Und wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn da? Eine verschlossene Tür. Hier geht es also auch nicht weiter. Das Asylum. Hier sollten wir doch irgendwas machen. Hier ist wieder die Blutbank. Gucken, was hier so gibt. Und ihr wandelt auf Straßen, die euch geradewegs in die Halle der Wirbelsäulen des großen Tieres führen. What the fuck? Foxy Boxes, hier ist die Verderbtheit eurer Seelen. Das ist ein Prediger. Ah, the end is near, ich weiß. Gibt keine Gnade. Ja, ja, ist recht. Also, der ewige Regen. Was haben wir denn hier? Das ist auf jeden Fall. Wir brauchen erstmal einen Dietrich. Ich brauche ein Geschäft. Och, riech mich bloß nicht auf, sonst wirst du gerade geholt. Dann hast du den Hut auf, mein Freund. Dann hast du den Hut auf. Kilpatricks. Was war denn mit Kilpatricks? Irgendwas sollten wir doch bei Kilpatricks machen. Der findet Sachen für uns. Da war doch irgendwas. Ach, was ein hübscher, schlanker Mensch. Oh, und er hat Kilpatricks Crimeputer. Da können wir quasi nach verlorenen und gesuchten Personen suchen. Und hier ist der Mr. Kilpatrick höchstpersönlich. Welcome to Kilpatrick 24-Hour Bail Bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Hallo Arthur, Sie betreiben den Laden hier, nehme ich an. Ich bin neu hier, ich habe nur ein paar Fragen. Du kannst aufhören, mir in den Arsch zu kriechen. Fett sagt im Moment nichts. Danke, bis dann. Das machen wir mal. Da will ich jetzt noch gar nicht reingreifen. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwann mal an dem Crimeputer Sachen suchen. Aber ich suche immer noch ein Geschäft. Wir brauchen unbedingt einen Dietrich. Vielleicht wird uns Mercurio weiterhelfen. Wir haben ja immerhin auch sein Geld wiedergeholt. Also das darf man ja nicht außer Acht lassen. Was ist hier? Hier ist fertig. Okay. Es ist interessant, wie das Spiel hier auch so ein bisschen das Leben zeigt mit den ganzen Sounds, die hier noch kommen. Also man fühlt sich nicht so eingeengt. Finde ich richtig schön. Hier gibt es noch einen Diner. Da nochmal reingehen. Hier ist das Asylum. Hier können wir auch noch reingehen. Irgendwas war mit dem. Also der Karneval des Todes. Wir haben hier den Mörder, haben wir auf jeden Fall gesehen. Wofür seid ihr nun? Der braucht starke Schmerzmittel. Die muss ich ja irgendwo. Hoppla, die muss ich ja irgendwo kriegen. Ah, hier ist ein Shop. Okay, gehen wir da mal gucken. Komm hier rein. Zu. Alles zu. Ja, das Problem am Vampir-Dasein ist natürlich jetzt hier in Deutschland, dann hätten wir ein Problem, weil keine 24 Stunden die Geschäfte offen sind. Also da haben wir das Asylum noch, da möchte ich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch rein, schon kurz mal hier noch in die Ecke. Ah, es ist so spannend. Ich kann hier die ganze Zeit, könnte ich hier weiter erforschen. Ein Pornshop, genau hier, und hier ist eine Medical Clinic. Das sind genau die zwei Sachen, die ich haben wollte. Einmal, Alter, brauchst du was? Ich suche wen. Oh man, wait, say that again.
Ich suche wen. Man sieht an seinen Augen, dass er selbst einer ist. Was, Vampir, was zum Teufel rauchst du? Hör mal, ich weiß ja nicht, was du zu wissen glaubst, aber ich empfehle dir, es ganz schnell wieder zu vergessen. Nehmen wir mal an, es wäre so, was ginge dich das an? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Oh, komm, du bist es doch, Alter. Verarsch mich nicht. Das ist nicht okay. Hell yeah! Oh man, I knew it! I just, oh jeez, I knew you were, I just could tell, I, oh man. Okay, diese Person muss definitiv entfernt werden. Damn, it was like I could just sense you. The name's Knox Harrington. Pleasure to meet you. Oh man. Ja, ich freue mich nicht. Aber nicht für mich, lass mich allein. Hey man, just because I'm a ghoul and you're some cool vampire, you don't need to treat me like crap. Okay? Oh man. Oh, er ist ein Ghoul. Wahrscheinlich so einer wie Mercurio. Fragen wir mal. Well, the way it was explained to me, whenever a vampire lets a human drink some of their vampire blood, the human gains a little vampire power. Can heal up quick and that kind of stuff. Jeez, oh man. And they're a ghoul. Ooh, watch out. So, also er ist auch ein Ghoul. Dann muss Mercurio wohl auch ein Ghoul sein. Wer war das denn? Oh man, I really wish I could tell you, but I don't think I'm supposed to. But it's really cool to be talking to you, just, well, because I don't get a lot of chance to talk to vampires, oh man, well, other than my master. So I thought I'd just say, you know, what's up, you know? Also, okay. Der ist, gehört zu irgendeinem Vampir und dieser Vampir hat ihn zu einem Ghoul gemacht und von der Maskerade hat er wohl auch noch nichts gehört. Mir ist das im Moment zu heiß mit diesem guten Mann. Deswegen gehen wir hier mal in die Medical Clinic und schauen mal. Kurz nach ein paar Medikamenten für Mercurio. An dieser Stelle mache ich dann auch mal eine Aufnahmepause und wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, ich bin der Sans und wünsche euch viel Spaß.